damit. Aber vielleicht seht ihr mich ja gleich wieder in dieser Folge oder in der nächsten. Und deswegen sage ich dann danke mal wieder fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. So, hallo Leute, da bin ich mal wieder bei Minecraft. Ich, euer MGMU Schmidt, ist auch wieder hier. So, aber ich muss erst hier nochmal kurz die Sichtweite runterschrauben, weil sonst geht hier gar nichts. Gar nichts. Normal, fertig. Fertig, zurück zum Spiel. So, wir hatten ja schon mal vor geraumer Zeit vor, uns eine Katze zu holen, uns anzuschaffen. Also, da wäre es mal nicht so verkehrt, wenn ich hier das nochmal probiere. Erstmal den ganzen Glowstone in Sicherheit bringen und natürlich die Zäune auch. So, Zäune. So, hier rein. So, und wo habe ich jetzt hier den leckeren Fisch? Roher Fisch, nehmen wir mit. Und dann versuchen wir unser Glück und suchen erstmal ein Dschungelbiom. Ach ja, das Reisebett könnte ich auch mitnehmen. Ein Reisebett. Wo habe ich das denn hingepackt? Ich bin mal wieder total verplant. Da ist es ja. So. Ein bisschen Erde nehmen wir auch noch mit. So, aber das Holz lasse ich mal da. Das brauche ich ja jetzt nicht. T64 können wir mitnehmen. Ist ja jetzt kein Ding. Und die Cleanstone, den packen wir auch noch hier rein. So, und natürlich Erde, dass wir uns schön einigeln können. Und was zum Fressen. Was zum Fressen natürlich, weil ohne Mampf kein Kampf. Also, da wäre scheiße, wenn uns das Essen ausgeht, wenn wir da unterwegs sind. So, wohin versuche ich mein Glück? Ich glaube, ich gehe hinter unseren Berg, wo wir die Ding aufgestellt haben. Aufgestellt, sage ich schon. Dingens gemacht haben. So. Unsere Burg. Und dann nehmen wir natürlich die neue Zugverbindung, die wir mal jetzt geschaffen haben. Und fahren mal direkt rüber, weil bevor dass wir hier lang gehen und uns Energy zerlegen, gehen wir lieber los und fahren eine Runde mit unserem Minecart rasant durch die Gefilde. So, rasant ist zwar was anderes, aber besser als zu Fuß. Auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal sagen. Gut, in dem Häuschen, im Goldgräberhäuschen, dürfen wir natürlich auch noch ein bisschen was bewerkstelligen. Dass das mal einigermaßen von innen her aussieht. Aber die Treppe gefällt mir schon mal so weit gehend schon mal gut. So. Und da muss ich auch noch alles nachbessern. Noch so viel zu tun hier. Es wird wohl das nächste sein, was ich heute angreife, wenn ich eine Katze finde. Ich hoffe es mal, wäre mal nett. Dann haben wir mal alle Viecher hier beisammen. Und ja, ist ja auch schön, wenn man mal alles hat. An Viechers, was es auch bringen mag. Aber einen Kompass hätte ich auch mal gebrauchen können. Ach, ist ja Wurst. Das kriegen wir schon irgendwie. So. Ja, hier nichts brechen. Immer hier schön gemütlich runterstrawenzeln. So. Ich bräuchte für. Au, Festland. Aber so eins ist man natürlich wieder nicht vergönnt. So, da hinten haben wir schon mal wieder ein Schneebiom, was ich sehe. Also immer noch meilenweit entfernt vom Dings, vom Dschungelbiom. Und wenn wir hier schon mal praktischerweise den Lehm sehen, dann nehmen wir ihn auch gleich mit, weil den kann man immer gut brauchen. So, so kurz auftauchen, nicht dass wir hier gleich Luftmangel haben. So, kurz frei durchgeschnauft und dann gleich wieder unter Wasser mit unserem Mörderatem.
Um ehrlich zu sein, da kann ja ich länger die Luft anhalten, wenn ich mal nicht reden würde. Dann könnte ich hier länger die Luft anhalten und unser Herr hier. So. Vor allem, ich würde nicht gleich verrecken, wenn ich mal Luftmangel hätte. Ich würde einfach nur umkippen, dann wäre Schluss. So. Bisschen Lehm, können wir auch was anfangen damit. Können wir wieder was Ziegeliges bauen. So, tauch auf, schneller. So, brav. Geht doch. So, und wieder ab. Ab in die Untiefen. So. Wenn wir schon so viel Lehm auf einen Haufen finden, findet man ja auch nicht jeden Tag. So, nochmal auftauchen hier. So, blub. Und wieder hier knapp in die Tiefe. Wir erkunden heute die Tiefsee. Wir sehen einen Minecrafter, wie er in seinem Lebensraum etwas erschafft und etwas hinfortkriegt. So. Und natürlich, um seine Lebensexistenz zu erhalten, braucht er natürlich Lehm und das in rauen Mengen. So. Jetzt haben wir ein bisschen rumgesponnen, dann haben wir das auch mal für heute wieder abgehakt. Fürs Erste zumindest. Also rumspinnen kann ich ja super und verrecken, wie es aussieht. So. Nochmal runter, aber dann reicht's mal wieder fürs Erste. So. Beim Zurückkommen können wir uns ja nochmal holen. Wenn noch was rumliegt. So, jetzt schwimmen wir hier rüber. Schwimmen, nicht tauchen, Junge. Schwimmen. So, dann gucken wir mal. Dann sehen wir schon. Ob wir hier... Wäre doch gelacht, wenn wir hier keinen Dschungel finden. So. Der schwimmt irgendwie gerade echt komisch. Aber naja. Sei mal dahingestellt. So. Nervt hier gerade meine Leertaste, also die will auch wohl gerade nicht so, wie ich will. So, Schwert zur Hand. Schweini! Na, wie geht's denn, alte Sau? Hast du deine Kollegen mitgenommen? Schweini und Schweini. Ach nö. Muss ich mal jetzt echt wieder... Ah, fucking... Ich will doch nur ein Dschungelbiom und das ziemlich schnell. So. Ich glaube, ich muss mir mal eine Unterkunft schnell fürs Erste basteln. So, die Schaufel schnell gezückt. Kurz ausgehoben. So, einer geht noch. Oder auch nicht. So, machen wir hier wieder zu. Hier auch. Dann haben wir hier eine schmucke... Dings zum Schlafen. So, hingelegt. Kurz geschlafen. Und dann geht's gleich am nächsten Morgen sofort wieder weiter. Wenn wir hier natürlich nichts verpassen. Hoppala. Ich wollte ja hier raus. So, dann mache ich mir schnell die Workbench, weil sonst funktioniert das nicht. Ich brauche ja noch ein Boot. Das Boot und so. So. Hier so umdisponiert. Perfekt. So. Dann brauche ich hier nochmal ein Bötchen. Nee, geht so. So. So war das richtig. So. Und die kommen wieder mit. Die wird man ja vielleicht noch öfters brauchen. So. So. Dann gehen wir los. Pflanzen das Schiff hier rein. So. Und auf geht die wilde Fahrt. Mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Zu fernen Ufern. Oder nicht allzu ferne Ufer. Aber ein Dschungel wäre schon geil. Es wäre mir ein Bedürfnis, dass ich endlich mal einen Dschungel finde. Dass ich halt mal eine Katze bekomme. So eine Katze wäre schon geil, aber ohne Scheiß, die Gegend kommt nicht unbedingt schnell mit dem Laden nach. Also könnte es sein, dass ich links oder rechts irgendwie gerade voll an der Dings vorbeifahre.
Scheiße. So. Ach, und wenn, ist ja auch Wurst. Jedenfalls fahren wir jetzt definitiv in Gefilde, wo wir noch nichts erkundet haben. Da ist also schon irgendwie die Möglichkeit höher, ein Dschungelbiom zu finden. Hoffe ich mal. Hat zwar geheißen, dass das irgendwie leichter zu finden wäre. Aber das da drüben schaut nicht dschungelig aus. Und keine Ahnung, irgendwie will mich Minecraft wirklich verarschen. Aber vollends. So, umschiffen wir hier mal. Naja, gut. Umschiffen wird hier nicht mehr. Hallo? Achso. So, da haben wir uns das Buch mal wieder zerlegt. Also zum Rück. Für die Rückkehr müssen wir uns wieder ein Bütchen machen. Ist aber nicht so dramatisch. Ich will einen Dschungel. Dschungel? Da hinten sieht es gefährlich nach Dschungel aus. Dachte ich zumindest. Aber nö, das hat mich wohl ein bisschen getäuscht. Hier Minecraft und so verarscht mich aber am laufenden Band. So. Hier habe ich ein Sumpfgebiet, ist ja geil. Aber ein Dschungel ist nicht drin, hä? Ich will doch nur einen Dschungel. Ey, noch mehr Lehm. Den packen wir uns gleich au hier und nehmen wir gleich mit. So. Ist ja nicht verkehrt hier. Und wenn wir keinen Dschungel finden, einen Sinn hat es ja dann doch gehabt, dass wir hier ein bisschen Leben bekommen. So, auftauchen, abtauchen. So, Rest mitgenommen. Dann war die Reise nicht ganz sinnlos. Hoffe ich jetzt mal. So. So, über Wasser kann man das Zeug natürlich schneller abbauen. Also, wenn zumindest der Typ über Wasser ist, dann geht das schon um einiges besser. So. Jetzt will ich hier... Seerosenblatt kann mich hier... Hä? Okay. Kann ich mich dann auch da draufstellen? Tatsache, ich kann mich auf ein Seerosenblatt draufstellen. Also unser Fliegengewicht kann auch alles. So. Dschungel, wo bist du? Ich hätte gern einen Dschungel. Alter. Es gibt's ja nicht. Muss ich ja die Workbench nochmal auspacken und mir ein neues Bötchen machen. Ist ja voll doof. Bin ich gespannt, wann ich eins finde. Hallo? Geh kaputt, du Workbench. So, plem. Schon haben wir sie wieder. Plupp. Ab ins Boot. Immer mit der Ruhe, Bötchen.